schöne Waldgegend rundherum. Also der Freizeitwert ist sehr hoch. Wozu wir noch keine Gelegenheiten hatten, war so ein bisschen das Vereinsleben hier kennenzulernen. Aber das wollen wir dann in der näheren Zukunft machen. Also wir wollen schon uns hier etwas integrieren, weil ansonsten, glaube ich, wäre es die falsche Entscheidung gewesen, hier rauszuziehen. Und schließlich der 10. Dezember 2003. Sehr geehrter Herr Altbundespräsident, meine Damen und Herren Vizepräsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen des Bundestages, aktive, ehemalige, herzlichen Dank für die guten Wünsche und vor allem für den Schlüssel. Dieser symbolische Schlüssel hat zumindest zweierlei Bedeutung im Sinne von Aufschließen und Abschließen natürlich. Erstens, der Deutsche Bundestag bekommt heute für seinen dritten großen Neubau das Hausrecht übertragen und damit die Schlüsselgewalt. Und zweitens, das Großprojekt Parlamentsumzug findet endlich seinen Abschluss. Leider nicht ganz. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das wissenschaftliche Dienstleistungszentrum des Bundestages mit Büros, Anhörungssaal, Post-, Reise- und Fahrdienst, ist bezugsfertig. Vor allem aber die Bibliothek und deren Magazinräume sind bereit. Nur noch fehlen die Bücher. Die stehen in Bonn, verteilt über mehrere Gebäude. Eine der drei größten Parlamentsbibliotheken der Welt, die Bundestagsbibliothek, ist 600 Kilometer weit weg. Das Jahr 2003. Bilanz ziehen in Bonn. In Berlin ging die Ehe zu Bruch. Jetzt ist Renate Eisenblätter geschieden und hat eine neue Arbeitsstelle gefunden. Es hat sich vieles in meinem Privatleben ereignet, was bei vielen anderen auch vorkommt. Aber inzwischen habe ich das ganz gut überstanden. Ich fühle mich sehr wohl. Ich bin inzwischen im Rat der Stadt Bonn. Das heißt, ich bekomme viel von der Kommunalpolitik mit. Das hat sich alles gegeben, es hat sich gelegt. Es ist eine bunte Stadt geworden. Wir haben ja viele Menschen, viele neue Menschen bekommen durch den Umzug von Frankfurt nach Bonn oder durch den Umzug von Berlin nach Bonn. Es hat sich ausgeglichen, es ist bunt geworden, es ist neu geworden, es sind andere Menschen geworden. Aber ich würde sagen, es ist kein Einbruch gewesen. Nicht wirklich. Walter Bruns, der Bonn-Berlin-Pendler, ist jetzt ein Oberregierungsrat AD. Die Großstadt braucht er nicht mehr. Ich wurde am 30.08., weil ich das 65. Lebensjahr vollendet habe, im 50. Dienstjahr bei der Verwaltung des Deutschen Bundestages von dem Präsidenten in den Ruhestand versetzt. Und ich lebe jetzt als Pensionär hier. Ich wohne hier mit meiner Familie seit 1972. Wir sind ja hier am Sonnenhang 20 in Wachtberg-Oberbachem und wohnen im Drachenfelser Ländchen. Wir genießen die Morgensonne, das heißt, auch das frühe Aufstehen ist ganz normal. Wir frühstücken auf dieser Terrasse, wenn es schön ist. Jetzt wird es langsam zu kalt morgens, aber sonst ist das also herrlich mit dem schönen Blick in die weite Landschaft. Das intensive Zeitunglesen ist selbstverständlich Pflichtlektüre, wenn man so lange Beamter des obersten Legislativorgans war. Und ja, Hobbys haben meine Frau und ich. Wir wandern viel. Also alles das, was sportlich ist, können wir hier auch nutzen.
Ilona Zeuch-Wiese, die Großstädterin mit Leib und Seele, hat sich mit Bonn arrangiert und Beschäftigung gesucht für die einsamen Abende. Ilona Zeuch-Wiese, ein Abend in Bonn. Und ein Tag in Berlin. Diese Wohnung ist mein Leben. Hier lebe ich. Ich lebe auch in Bonn, aber hier ist mein eigentliches Leben. Hier spielt sich das Leben mit meinem Mann ab. Hier treffe ich meine Freunde. Hier kommt meine Tochter. Hier ist meine Geschichte. Die letzten 24 Jahre wohne ich in dieser Wohnung. Und was ich in der letzten Zeit besonders stark gemerkt habe, ist, dass diese Größe der Wohnung etwas mit mir macht. Wenn ich nach Bonn komme, ist alles ganz klein. Mein Büro ist klein, meine Wohnung ist klein, Bonn ist klein, alles ist klein. Und ich selber fühle mich gedrückt und ich bekomme ein ganz merkwürdiges Körpergefühl. Wenn ich hierher komme nach Berlin, dann fühle ich mich groß und frei und fühle mich wohl. 2004 dann eine letzte logistische Großaktion für den Bundestag. Millionen Bände, 36 Kilometer Regalfläche, zusammengeführt in einem Gebäude für die Bibliothek im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Der Umzug ist endlich zu Ende. Andreas Daschok, Referentin der SPD-Fraktion, hat inzwischen einen Festvertrag und will nicht mehr weg aus dem Osten. Sie wird im Prenzlauer Berg bleiben. Stefan Ramge arbeitet weiterhin im Kanzleramt, ist aber aus Berlin-Mitte weggezogen. Jetzt lebt er mit seiner Frau im ruhigen Lichterfelde West. Christian Majewski, der Siedler in Brandenburg, ist Beamter der Bundestagsverwaltung und er ist Anlaufstelle für alles, was eines Tages Bundesdrucksache werden soll. Bernd Wichterich ist inzwischen Geschäftsführer der Parlamentarischen Gesellschaft und bleibt im ruhigen Dahlem. Die Karrierechancen des Umzugs wurden genutzt und das Abenteuerumzug ist längst dem Alltag gewichen. Und ob der Umzug vom stillen westlichen Bonn ins laute östliche Berlin der Politik gut getan hat, das kann ja jeder selbst für sich entscheiden.